der Zeremonial, nicht die Liturgen, der Zeremonienmeister, nicht der ganz brav neben mir alles geführt hat, sieht vor, dass ich jetzt durch die Kirche schreite, nicht, und den Segen erteile. Aber bevor ich Ihnen den Segen erteilen kann, brauche ich Ihren Segen. Deshalb werde ich hier vorne jetzt knien, um Ihren Segen bitten. Danke von Herzen. Stehende Ovation für dieses Wort des Bischofs und für dieses starke Zeichen am Schluss. Sie finden das Segensgebet auf der Seite 21 im Heft. Wir wollen das gemeinsam beten. Seite 21 unten. Simon Spengler, ist es üblich, dass ein Bischof vor der Gemeinde kniet? Nein, das ist ein Novum. Das hat Josef Bonmer zum ersten Mal hier vollzogen, in Anlehnung an Papst Franziskus, der auch auf dem Balkon bei seinem allerersten Auftritt um den Segen des Volkes gebeten hat. Und schenke dir Frieden.